Kapitalschnitt, ein Vermögensschnitt. Der ist ja einmal in Griechenland gemacht worden mit 110 Milliarden, da habe ich damals schon Aufsätze geschrieben, das wird nicht reichen. Genauso ist es gekommen. Nur das heißt natürlich, dass die Gläubiger verlieren. Die müssen das bezahlen. Das ist doch klar. Die Vermögenden müssen das bezahlen. Das ist nun mal so. Ja, dass der Vermögende, der ja vorher sich bereichert hat, dem Schuldner jetzt eine Entlastung geben muss, sonst sterben beide. Wenn ich dem Schuldner keine Möglichkeit gebe, durch einen Vermögensschnitt, durch einen Schuldenerlass neu durchstarten zu können, ja, dann war es das. Und auch für jeden Privaten. Wir haben ja deshalb auch zu Recht im deutschen Insolvenzrecht, finde ich gut und richtig, auch die Möglichkeit der privaten Insolvenz. Vorher kamst du aus dem Schuldentum nie mehr raus. Zeit deines Lebens. Das gilt genauso für Volkswirtschaften. Das, was Draghi jetzt macht, na klar, er schützt die Reichen und Vermögenden mit seiner Geldpolitik, mit seiner expansiven Geldpolitik. Aber gleichzeitig macht er auch einen Kapitalschnitt. Ich nenne das aber einen atomisierten Kapitalschnitt. Kein gezielten, der notwendig wäre. Weil den Kapitalschnitt, den Draghi macht, diesen atomisierten, der trifft auch unsere Oma. Entschuldigung. Mit ihren 20.000 mühselig abgespartenen Geld. Klar, beim Zins von 0, nominal, brauchst du nur eine Inflationsrate von 1%, dann hast du einen negativen Realzins von 1%. Das frisst dann dein Vermögen auf. Das trifft aber alle. Weil man sich politisch, selbst Draghi, nicht traut, ihn gezielt zu machen. Was notwendig wäre bei den wirklich Reichen. Aber wo ist da die Politik? Wo sind die Politiker? Ich habe noch keinen gehört, selbst die von der Linkspartei nicht, die diesen gezielten Kapitalschnitt, man müsste ihn weltweit machen. Aber wir könnten ja mal in Europa mit den 28 Staaten anfangen, der diesen Kapitalschnitt fordert. Wenn der nicht kommt, dann befürchte ich das Schlimmste für alle. Dann ist die Krise nicht aufhebbar und auflösbar. Das geht nicht. Weil, ganz einfach, und da bin ich dem Kollegen Michael Hudson, US-amerikanischer Ökonom, der jetzt ein fantastisches Buch geschrieben hat, der Sektor, der übrigens der einzige Ökonom war, der 2006 die Krise vorhergesagt hat. Das war wirklich der einzige, der gesagt hat, vor dem Hintergrund der aufbauenden Immobilienblase in den USA, aber auch in Europa, das Ding wird im halben Jahr hochgehen. Das ist auch so gekommen. Hudson sagt in seinem gerade vorgelegten Buch, der Sektor, dem Sektor meint er das Finanzkapital, wenn man diesen Kapitalschnitt nicht macht, und zwar brutal, vor dem Hintergrund des Faktors 3,5, den wir weltweit haben, das heißt, dass weltweit zirkulierende Finanzvermögen ist 3,5 mal so groß wie die reale weltweite Produktion. Gibt es keine Zukunft. Dann gibt es Krieg. Weil es ist doch völlig klar, Faktor 3,5, 1980 war der Faktor noch 1, ausgeglichen, 1,1. Faktor 3,5 heißt, dass diejenigen, die Eigentümer dieses Finanzvermögens sind, aus der Wertschöpfung der realen Produktion, die am Ende des Tages überbleibt, 3,5 mal mehr haben wollen. Wie soll das gehen? Ohne Krieg? Ohne Verteilungskrieg? Bitte, wie soll das gehen? Und dieser Faktor wächst von Tag zu Tag. Der stagniert nicht mal, der wächst. Über den Zinseszinsmechanismus, den wir alle kennen. Und das Erbärmliche daran ist, dass dieses Wachstum
Und diese völlig disproportionale Verteilung dieses Wachstums Menschen in die Hände spielt, die nicht mal wissen, wie Arbeit geschrieben wird. Wie willst du das aber auflösen? Wo ist denn hier die Partei? Oder Parteien weltweit, die diese ökonomische Pervertierung kapitalistisch immanent auch nur noch einigermaßen aussteuern wollen. Wer bitteschön soll das denn noch machen? Weil die, die das Vermögen mittlerweile akkumuliert haben, die werden davon nichts rausrücken, jedenfalls nicht freiwillig. Ich habe ja gesagt, wir können nur über Solidarität, auch über eine Vergemeinschaftung von Schulden, das kann man zum Beispiel über Eurobonds machen, ja, sagen viele linke Ökonomen, letztlich werden sie am Ende des Tages aber auch nicht helfen, aber sie schaffen zumindest Linderung und geben dem Schuldner eine Möglichkeit, durch diese Linderung sich vielleicht zu stabilisieren. Ich glaube daran allerdings nicht. Viele in meiner Gruppe Alternative Witter glauben daran. Ich bin da radikaler. Das habe ich, glaube ich, ausgeführt, weil ich sage, es hilft nur der Kapitalschnitt. So. Natürlich kann man über beides, das ist natürlich eine Frage dann wieder der Politik. Kann ich das politisch umsetzen? Wir schaffen es ja nicht einmal Eurobonds umzusetzen. Und Kapitalschnitt habe ich ausgeführt, sind wir politisch schlicht näher entfernt. Gerade da könnte man die Frage ansetzen, nämlich nach der politischen Durchsetzbarkeit eines Kapitalschnitts. Es wurde hier ja sehr dezidiert behauptet, dass eben aufgrund der Abneigung derer, die vom jetzigen System profitieren, nämlich der Eigentümer des Kapitals und letztlich der paar Herren des weltweiten Finanzkapitals, so etwas nicht durchsetzbar sein würde und die Politik das weder wollen könne, noch durchsetzen könne gegen den Widerstand. Ich frage mich aber, ob das so stimmt. Vor ungefähr 3 Jahren hat die Boston Consulting Group, jetzt nicht unbedingt ein linker Think Tank, sondern gerade der Think Tank der Herren des Finanzkapitals, gefordert, eine Vermögensabgabe in Höhe von ungefähr 30%, eben weil die Wirtschaft, wenn sie so weiterlaufen würde, eben notwendigerweise gegen die Wand fahren würde. Der Internationale Währungsfonds hat am Beispiel Griechenland ganz klar gemacht, dass es eigentlich unsinnig sei, weil die Kredite ohne entsprechend großen Schuldenschnitt dazu verleihen. Ich frage mich also, ob nicht von Seiten eben genau der Herren des Finanzkapitals im Prinzip die Bereitschaft durchaus da wäre und das gewartet wird darauf, dass die internationale Staatengemeinschaft nun halt die Rolle des ideellen Gesamtkapitalisten, wenn ich es mal so formulieren darf, einnimmt, um eben das System zu retten durch einen großen Kapitalschnitt. Vollkommen richtig, IWF, was du dann sagst. Ja, dem bin ich ja auch sehr dankbar, dass die genauso wie Hudson und wie Bontrup den gezielten Kapitalschnitt fordern. Also dem IWF und Boston und Salin, dem bin ich ja sehr dankbar. Lagarde, die ja auch da dies fordert. Ja, aber das bestätigt ja nur meine These. Das sind nämlich die Geldmächtigen. Das sind nicht die Eigentümer. Die fordern das zwar als multinationale Organisation, auch meinetwegen auch hier Boston Consulting Gesellschaft, aber das sind ja nicht die Eigentümer, die Shareholder, denen das gehört. So, und die sind die entscheidenden Personen. Die sagen, und sie sagen, und sie sehen ja auch, dass sich selbst so ein IWF, so könnte man es ja jetzt auch reden, dass der IWF so ohnmächtig ist, das durchzusetzen, was rational, wie ich ausgeführt habe, ökonomisch völlig in Ordnung geht. Das stützt ja meine These und spricht nicht gegen meine These. Ja.